spielen wir Hide and Seek in einem riesen Kinderparadies. Und ich habe mal wieder richtig tolle Gäste dabei. Yay! Yeah. Ja. Dabei ist Levin. Sü, ich bin Levin und ich war der Beste im Versteckenspielen im Kindergarten, weil mich keiner gesucht hat. Moritz. Ich bin Moritz. Ich bin zwar der Schnellste auf der Rennstrecke, aber im Verstecken werde ich als allerletzter gefunden. Jona. Jona und ich bin heute auch dabei. Ja. Zoe. Hallo, ich bin Zoe und ich werde heute den Trommeldschungel erobern. Und Janina. Hi, ich bin Janina und ich versuche diesmal zu gewinnen. Man kann wieder diesen richtig geilen Hide-and-Seek-Pokal gewinnen und ihr habt 5 Minuten Zeit, euch zu verstecken. Ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go! Okay, Freunde, ich versuche jetzt zu verstecken. Let's go, let's go, let's go. Okay, Freunde, shit, wo gehen wir hin? Wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Ich habe so etwas gesehen, wo ich mich verstecken könnte. Und zwar ist das hier. Ich muss sagen, es kommen wieder so richtig alte Vibes. Komm hier hoch. Früher war ich immer in so Kinderparadiesen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch früher gemacht habt. Oh mein Gott, ist das gruselig nachts. Alter, was das denn? Junge, ist das creepy hier drin. Alter, ich glaub's ja nicht. So Leute, eine Mitarbeiterin hat mir nämlich einen Spot gezeigt. Und sie meinte, wenn man diese Türe nicht kennt, dann ist das ein ziemlich gutes Versteck. Wo soll ich hin? Gib mal einen guten Call irgendwie. Und zwar ist das nämlich hier. So, okay, also ich gehe jetzt einmal da rein. Muss man das einfach nur so aufziehen? Also, ihr müsst ehrlich sein, man kann sich nicht so geil hier verstecken. Aber ich schaue jetzt irgendwie, okay, das geht schon mal nicht auf. Ich schaue jetzt, ob irgendein Ding hier aufgeht, also so eins. Weißt du, also hier, das hier geht zum Beispiel auf. Maybe, das wäre sogar möglich. Leute, das wäre geisteskrank, wenn ich da reinkomme. Aber schaffe ich es, da reinzugehen? Dafür bräuchte ich noch jemanden, der das so hochhält. Wenn ich nichts mehr anderes finde, dann gehe ich da auf jeden Fall hin. Junge, ist das creepy hier drin. Alter, ich glaub's ja nicht. Oh mein Gott, hier ist so eine... Boah, wie cool. Wie komme ich hier hoch? Ich weiß nicht, wie ich hier hochkommen soll. Oh ja, 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 ja. Sehr gut. Sehr gut, aber jetzt ist kein gutes Verstecken. Die helfen mir jetzt, das ist mies cool. Ah, das ist zu eng, das ist zu eng, das ist zu eng. Ich bin eine halbe Stunde, das geht nicht. Vielen Dank an den Tummeldschungel, dass wir hier drehen dürfen. Echt eine mega geile Halle. Außerdem habe ich gesehen, dass 80% der Leute, die diese Videos regelmäßig gucken, diesen Kanal nicht abonniert haben. Deswegen würde ich sagen, lasst jetzt ein kostenloses Abo da, um keins der krassen Videos mehr zu verpassen. Außerdem verlose ich 100 Euro unter den ersten 1000 Kommentaren. Also spamt die Kommentare voll, wenn ihr 100 Euro gewinnen wollt. Boah, hier in so einen Mülleimer? Würde ich da reinpassen? Nee, auf gar keinen Fall. Ah, unterm Trampolin? Was sagt ihr, Freunde? Wäre das krass? Ich glaube, das ist zu obvious. Jetzt hier ins Bällebad. Seht ihr da oben dieses Auto? Seht ihr das? Das ist richtig schlau. Ich glaube jetzt, wie man hier hochkommt. Das ist immer so ein bisschen kompliziert. Okay, hier ist auf jeden Fall eine dunkle Kammer. Also ich glaube hier, also ich mache es nochmal richtig zu. Hier kann man sich gut verstecken. Ich gucke gerade mal. Hier ist ein Schrank. Das sieht doch gut aus. Ich glaube, ich gehe da ganz nach oben. Ich glaube, das ist richtig gut. Gehen hier hoch. Scheiße, scheiße. Oh, okay, hier ist gut, hier ist gut. Nein. Boah, das, diese Röhre ist auch stark, oder nicht? Oh, die Röhre. Ja, dann geh du in die Röhre, ich geh da hoch. Das war eine Wette abschließen. Der Wett denkst du wieder als erstes abgeschossen. Boah, ich glaube, ich weil wird dann hier als erstes hochkommen, oder nicht? Das sollte eigentlich jetzt schon für dich sein. Das ist nämlich wack. Ich setze 3 Döner auf mich. Ich setze 10 Euro auf mich, dass ich gewinne. Ja, gar nichts. Okay, okay, wir müssen mal hier gucken. Okay, okay, ich habe noch so einen Drang. Da, so eine Ecke. Also, Digga, er steht einfach da und guckt. Johannes, wenn du das siehst, du bist der schlechteste Sucher überhaupt. Junge, er hat einfach die Augen auf. Ist ja dumm. Dann können wir dir die Tür zumachen. Das wäre krass. Die schließen nicht ein. Das ist so OP. Also ich glaube, ich gehe einfach in den Schrank rein und hoffe, dass ich damit gewinne. Es ist so eng hier. Moritz ist ein Stock runter. Ihr seid auch noch hier, so ist auch noch hier. Nein! Leute, das Giga-Versteck gefunden, aber ich brauche Hilfe da. Wo? Und zwar, seht ihr dieses Grüne, siehst du dieses Grüne da? Ja, ja. Da, das kann man hochheben. Ja. Und da drunter in so roten Kasten gehen. Soll ich das hochheben kurz, oder was? Ja, eigentlich schon, das ist richtig eklig da drunter. Oder ich gehe halt in das Auto. Tschüss, Zoe. Also, Leute, ich rutsche hier irgendwie noch rum, ne? Also, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Noch 2 Minuten! 2 Minuten noch, Freunde. Oh, scheiße, hier ist aber direkt ein Eingang. Und die Röhre hat immer so Kack. Ah, verdammt. Hey, ich gehe in die Röhre, Freunde. Ich mache einmal dieses Ding vor die Türe, damit man halt denkt, dass wenn diese Tür zu ist, dass hier halt niemand drin ist. So. Ja. Okay, also ich bin jetzt im Schrank. Okay, okay, lass das schnell machen noch. Warte mal, wie? Nee, aber das Checker. Hier, guck das jetzt rein. Aha. Ja, okay. Okay, sehr gut, danke schön. Ich habe nur die Abstellkammer gelassen, wie cool ist das denn? Dort hat eigentlich das beste Versteck von allen. Ich bin mir sicher, aber da komme ich nicht alleine rein. Ich bräuchte Hilfe. Und ich finde niemanden mehr. Das heißt, ich muss hier leider versackern. Oder ich
gucke nochmal was anderes. Was sagt ihr? Vielleicht doch was anderes, weil hier kann mich überall sehen, Leute. Hier kann mich überall sehen. Eine Minute noch! Wir sind hier ganz oben, Freunde. Schaut euch mal den Ausblick an. Wenn er hochkommt, dann würde er von hier kommen. Und das heißt, er würde mich halt direkt sehen. So, Leute, wir sind in der Röhre. Oh Gott, ist die klein. Das Ding ist, wir müssen jetzt immer von hier nach da wechseln, je nachdem, wo er ist, weil hier sieht er mich da. Wenn er hier ist, muss ich rübergehen. Ja, ich warte jetzt einfach mal. 30 Sekunden noch! Okay, Leute, ich gehe jetzt hier in diesen Fotoapparat. Ich bin jetzt hier drin, Leute. Ich warte jetzt einfach nur noch. Blitz ausmachen, weil das sieht man auf jeden Fall. Ich bin halt jetzt in so einer kleinen Kabine und hier kann man eigentlich Fotos machen, Leute. Hier sitze ich, hier kann man halt leider reingucken. Okay, ich bin drinnen, die haben mir noch geholfen und ich habe jetzt hier noch Klebeband hingeklebt. Und ja, jetzt warten wir noch. 3, 2, 1, die Zeit ist um, ich komme. Ich hoffe, ihr habt euch gut versteckt. Er hat jetzt angefangen zu suchen. Okay, Freunde, es geht los. Es geht los. Die Zeit ist um, Freunde. Gott, oh Gott, oh Gott, ich komme direkt in die Richtung. Es geht um diesen legendären Pokal. Ich würde sagen, wo sind die? Okay, jetzt geht es, glaube ich, anscheinend los. Da vorne ist die Küche. Jetzt zieh die Tür auf, ne? Du musst auf jeden Fall da in der Ecke stehen. Du bist hinter der Tür. Das ist der Plan. Ich mach das Licht aus. Ja. Geht als erstes hier drauf. Ah, scheiße. Okay, hier oben ist keiner, logischerweise. Aber hier habe ich erstmal einen guten Überblick. Sehe ich denn wen schon von hier aus? Nee. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt mal zum Trampolin-Dings. Ob sich einer beim Trampolin versteckt hat? Kommt direkt zu mir, Leute. Aber eigentlich dürfen wir mich nicht sehen von hier. Ja, er sieht mich. Sehr gut, sehr gut. An dem Spot ist der Vorteil, dass wir genau sehen können, was abgeht. Wir haben ja echt einen sehr, sehr guten Überblick, was abgeht. Boah, wir könnten ihn halt richtig austribbeln, fällt mir gerade auf. Wenn er hier hochkommt, könnte ich einfach runterrutschen. So auf Sneaky. Ich habe eben meine Mitarbeiterin gefragt, ob es hier irgendwie so Secret-Verstecke gibt. Die meinte dann halt noch so, wenn man halt den Raum kennt, dann ist der halt doof. Aber wenn man ihn halt nicht kennt, und Johannes war ja noch nie hier, dann ist das eigentlich ein super Versteck. Und ich habe mich jetzt im Raum versteckt und dann nochmal im Schrank. Okay, ist hier jemand? Das würde halt ich machen. Ich würde mich halt hier verstecken, ne? Das ist halt ultra. Aber wie kommt man da rein? Da kommt man ja gar nicht rein. Hier oben ist auch keiner. Hallo? Okay, hier ist einfach absolut keiner. Guck mal da vorne bei diesem riesen Krokodil. Ich weiß nicht, wo er ist, Freunde. Okay, ist auch keiner. Das Ding ist, hier stehen überall so coole Autos rum und ich kann einfach damit fahren. So. Der Sound ist ja so dumm. Ich glaube, er fährt jetzt gerade mit irgendeinem Auto rum. Er fährt hier irgendwie rum, warum auch immer. Scheiße. Er könnte mich von da sehen. Fuck, er fährt mit den Autos. Er fährt mit den Autos. Oh, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt bin ich gespannt, ob Johannes das hier. Ich muss euch jetzt aber auch ausmachen. Wenn ich erwischt werde, werde ich erwischt. Drückt mir die Daumen. Wir gehen hier rein. Hier ist keiner. Hier ist einfach keiner. Er ist genau da. Oh mein Gott, oh mein Gott. Er ist genau da vorne. Er könnte mich sehen, wenn er jetzt hochguckt. Ich kann leider nicht so auffällig filmen. Mann, oh, da vorne, das sieht scary aus. Ich höre ihn auf jeden Fall. Das Ding ist, wir können gleich das Licht ausmachen, um alle zu verwirren. Aber ich glaube, damit würden wir alle erschrecken. Okay, hier war auch keiner beim Fußballplatz. Der ist wieder weg. Bei den Tischen, bei den Esstischen ist auch niemand. Ich kann nicht reden, er ist weg auf jeden Fall. Definitiv, er stand, glaube ich, eben genau hier vor und hat aber nicht gemerkt, dass hier eine Tür ist. Die haben sich echt krass versteckt in der Mülltonne. Moritz! Er ist ganz da hinten. Nicht der echte Moritz. Scheiße, Leute, er ist da. Scheiße. Okay, wir gucken hier mal in der Fotobox. Nee, niemand, da passt ja keiner rein. Auf jeden Fall gefunden. Er hat irgendjemanden gefunden. Ich glaube, Zoe wurde gefunden. Ha! Wenigstens nicht der Erste, das ist wichtig. Oh, Zoe hat nicht gewonnen! Ja! Du hast nicht dreimal hintereinander gewonnen. Wieso hast du hier reingeguckt? Weil das zu war und das so unscheinbar war. Mann, oh! Zoe wurde, glaube ich, gerade gefunden. Die ist wieder hier. War der Erste hinter mir. Ist noch die Frage, ob. Kommen wir mal in der Küche hier. Nee, wird keiner sein. Okay, ist jetzt gerade in der Küche. Wie heißt, wir können uns ein bisschen entspannen, Freunde. Jemand? Was? Nein! Digga, direkt hintereinander! Das ist doch mal gut! Das ist ja ultra krass! Ja, geil, Jona, du bist auch raus. Hab mich gefreut. Jetzt sind einfach nur noch Levin, Moritz und Lina im Game. Wer wird das Ding holen, schreibt es in die Kommentare. Und ich verlose wieder unter den ersten 1000 Kommentaren 100 Euro. Also wenn ihr 100 Euro gewinnen wollt, spammt die Kommentare voll und ihr gewinnt 100 Euro. Let's go! Okay, also es ist jetzt schon echt eine gute Zeit vergangen. Es ist immer noch niemand da. Ich hoffe, diesmal gewinne ich auf jeden Fall.
Boah, Freunde, ich bin gerade echt kurz eingeschlafen. Ich darf nicht einschlafen, ich bin echt so müde. Vielleicht sieht man mich nicht. Ich könnte halt jetzt instant einschlafen. Okay, wir gucken hier im Bällebad nach. Okay. Niemand drin. Niemand drin. Boah, das wäre krass, wenn sich dahinter jemand verstecken würde. Aber da passt niemand rein. Nee, da passt niemand rein. Heißt, wir haben jetzt erstmal noch ein bisschen entspannte Zeit. Nehmt euch ein Bobbycar und fahrt mir hinterher. Wir suchen die anderen. Let's go! Ich steh jemand, ich sehe da wen. Hallo? Das wäre nicht. Soll ich eigentlich da rein, Johannes, ne? Echt? Da, in diese Truhe. Da, wo. Mit die Truhe? Ja, da, dieses rote. Kann man da rein? Aufmachen, ja. Aber ich komme nicht alleine rein. Aha. Nein, da kann man nicht rein, da kann man nicht rein. Du hast wahrscheinlich erstickt, aber dann kommt. Also hier ist keiner. Es kann sich nur da versteckt haben. Ich war ja schon überall, gefühlt. Eltern haften für ihre Kinder. Ah, ein Bild von Moritz, geil. Oh Gott, nein. Ja, das war wieder auch lustige Witze. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, er kommt. Ich würde sagen, wir brauchen wieder ein Auto. Na, schauen wir mal hier. Ist hier jemand? Er ist genau da unten, genau da unten. Hier unten ist er. Hallo? Hier ist keiner, müssen wir zurück. Gott. Nein. Wer wird den Pokal gewinnen? Ich sehe hier keinen. Hier, warum finde ich keinen? Ich hätte eben meine Glückssträhne gehabt, habe eben Zoe und Jona gefunden. Aber jetzt finde ich irgendwie keinen mehr. Ah, ich habe eine Idee, was ich machen kann. Wir müssen uns jetzt langsam ready machen, runterzurutschen. Weil ich glaube, als nächstes wird er jetzt auf jeden Fall hier hochkommen. Wenn wir das hinbekommen, dass ich runterrutsche, wenn er hochkommt, dann bin ich wirklich der King. Komm mit, Zoe. Von hier oben können wir nämlich alles sehen. Das ist meine Sucherbrille. Sind Sie bereit, Zoe? Ah! Nein. Verpiss dich. Der Bruder ist gerade hier 15 Minuten in der Plastikröhre gelegen, Digga. Mann, es ist gerade hier auf dem Freefall Tower, deswegen würde ich sagen. Piep! Okay. Hä? Ich habe wieder gepiept. Machst du das? Das war Jona, ne? Das war Jona. Aber ich sehe niemanden, das hat gar nichts gebracht, das war einfach nur eine übelste Zeitverschwendung. Wir haben leider nichts von dem Freefall Tower gesehen, jetzt müssen wir trotzdem irgendwie hier reinkommen. Die Frage ist so, wie kommt man hier rein? Wo ist der Eingang von diesem Riesenteil? Hallo? Hallo? Nein, die kann man so schießen, wie geil ist das denn? Oh nein. Ist dahinter jemand? Das wäre ultra smart. Hallo? Oh mein Gott, ja, oh mein Gott. Hätten wir direkt in die Augen gucken. Jetzt einfach mal die Biene abschießen. Wie kommt man? Ey, das ist ja viel zu klein für mich. Nein! Okay, Freunde, ich glaube, er kommt hoch. Digga, was macht er? Er fährt irgendwie mit den Autos die ganze Zeit gegen das Gebäude hier. Die ganze Zeit wackelt's. Geil. Als ob niemand hier versteckt ist. What the fuck? Oh, fuck, die Hochetage. Es geht noch höher hier, aber hier kann ich aufstehen. Okay. Fuck. Okay, wir haben es geschafft. Was zu holen, Scheiße. Okay, Freunde, wir haben es geschafft. Yo, Krokodil, wie cool. Ah, das ist dafür. Okay. Wir dürfen nicht das Krokodil berühren. Okay, hier ist niemand. Nein. Du musst dich berühren, Moritz, ne? Mein Fuß aber tut komplett weh. Wo ist Janina und wo ist Levin? Die letzten beiden sind im Rennen. Wer wird es gewinnen? Levin und Janina haben noch nie gewonnen. Ich bin sehr gespannt. Ich höre wirklich so viele Leute draußen rumtoben und rumschreien und dass die Spaß haben und ich sitze hier in diesem Schrank. Levin, ich habe das Feste versteckt für dich. Wieso? Auf gar keinen Fall. Geh da rein. Los, komm. Ich kann nicht. Freunde, ich hoffe, man hört mich. Ich muss hier ein bisschen lauter reden. Ich hoffe, man hört mich draußen nicht. Jonas hat es irgendwie gerade geschafft, die Teile zu tunen. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Digga, wie schnell ist das denn? Levin, wo bist du? Janina, wo sind die? Ich finde sie einfach nicht. Ich bin jetzt hier in irgendeiner Sitzbank oder so. Unten drunter. Moritz und Zoe haben sich hier gerade reingelassen. Mach mal Pi. Hey, du warst da niemals in dieser Frauenschüttung. Doch, ich meine nicht aufnehmen, Kian. Scheiße, Zoe, du bist ja Mastermind. Lass ein Like da, wenn Zoe das nächste Mal einen Feind suchen soll. Ich muss einfach suchen. Das ist, glaube ich, das heftigste Versteck,
Hier wird er mich niemals finden. Wehe, dich zu. Oh, ist ja richtig gruselig. Oh mein Gott, Digga, hab ich gerade erschrocken. Ist ja gar nichts hinter. Ja, ganz unauffällig. Ist alles gut? Alles gut, Chef. Alles gut, alles gut. Okay. Ah, hier ist die Tür. Nein. Wir kommen da rein. Oh mein Gott, ist das gruselig. Er ist gerade gekommen. Ich glaube, er macht gerade die Tür auf. Das ist ein schlaues Versteck, Leute. Wenn ihr ihn hier nicht esst, dann das ist ja das schlaueste Versteck der Welt. Aber hier ist niemand drin. Das ist das Schlauste. Hier ist aber niemand drin. Hier ist ja nicht drin. Hier ist niemand drin. Hier vielleicht drin? Kann man nicht rein. Wie sollen die das davor schieben wieder? Ich werde das zutrauen. Nina, mach mal Piep. Nee, hier ist keiner. Hier ist keiner drin. Alter, wäre das krass gewesen. Mein Gott, Leute. Mein Plan ist halt wirklich aufgegangen. Ich habe dieses Brett ja noch versucht, so davor zu stellen. Es sah wirklich so aus, als wäre ich hier nicht drin. Warum filmst du so dumm da rum, ey? Ich bin sehr, sehr gespannt, ob er mich hier finden wird. Aber ey, Freunde, ich glaube, der Sieg ist schon sicher. Ha! Nicht schlecht. Hast du auch gehört? Ja. Let's go! So sehen Sieger aus. Schalalalala. Oh, 100 Tassen. Da war jemand drin, Digga. Hier kann man reingehen. Da war keiner drin. Was? Wir haben so viel versucht, ihn wegzuleiten. Hä? Cool. Bin ich jetzt der Gewinner? Nein. Janina hat gewonnen. Janina, du hast gewonnen! Komm raus! Ich hab gewonnen. Janina, du hast gewonnen, komm mit raus! Ich finde, Johannes sollte noch mal hier reinkommen und noch mal ein bisschen gründlicher schauen. Janina, bist du hier? Hallo? Die ist hier nicht drin. Piep! Warte mal, ich gepiepst, ich hab gleich einen Piep gehört. Wo bist du hier? Hä, das ist gerade ein Fehler in der Matrix. Was? Was? Hier bist du? What the fuck? Damit hast du gewonnen, herzlichen Glückwunsch! Lasst ein Like und ein Abo da, bis zum nächsten Mal. Ciao!